So. Und die Spielzeuge werden noch geteilt. Anderes Thema jetzt, hört auf, Jungs, ich kriege. Was ist geteilt? Und das Spielzeug kann man auch noch teilen. Ich höre das auf. Ja, einer für sie, einer für mich. Können wir uns beide im Kreis setzen? Oder gibt es auch so einen mit auf zwei, an zwei Enden? So, Ja. ne? Kenne ich. Jetzt kommt er mit dem Rechne mit einem Mix Spezialspielzeug. aus Fahren, Destruieren wird mir klar. Das ist ja nicht Deckel auf Topf, das ist Arsch in Arsch. Das Paradies haben die Wechselherren An den Topf gebaut. auf Deckel. So. Eine Arsch auf Maschine. Deckel. Nee, Arsch auf Topf. Boah, wie heißt der Spruch? Deckel auf Kopf? Nee. Deckel auf Kopf. Faust auf Deckel. Das ist Twister für Erwachsene. Arsch auf Eimer. So. Ja, hau dir Besser Sprüche einmal im Arsch. raus. Das kommt ja dann. Das ist die nächste Stufe. Boah, echt, ey. Wir sind Sprichwort-Experten. Oh, schönes Solange wir Wasser. einen Arsch im Eimer haben, ist halt gut. Ich finde Gurke in der Autobahn, in den Tunnel zu schmeißen. Ja, das ist dann, das ist so eine Dorfschlampe. Da ist das so. Oh. Ah, denken wir in meine Jugend zurück. Dafür kennt ihr Wie, unser warst du da die Lennart, das ist ein Dorfschlampe? Dörfer. Nein, kennt Dorffahrrad, kenne ich auch. Dorffahrrad? Ja, Dorffahrrad. Kennt ihr Dorffahrrad? Das ist Dorffahrrad. Die läuft da. Dorfmatratze kenne ich, kann sich jeder mal drauflegen. Wo seid ihr denn schon wieder? Schlimm wie immer, wenn er später erfährt. Er ist richtig stolz und kommt ein Kollege. Ach, die hat auch schon wieder gehabt. Ich registriere einen starken Konflux in der Nähe. Ich kann damit in Ihr Netz. Ihr müsst aufpassen, hier ist ein starker Konflux in der Nähe. Konflux. Kein Problem. Scheiße! Ah, die haben mich von hinten erwischt. Der Lennart wieder Abgase ausgestoßen. Die haben mir den Buttplug direkt hinten reingesteckt. Alter, da kommen ja ganz schön viele von hinten. Solange Ja. hier keine Löcher sind, alles gut. Oh Mann, ach, da kann ich gar nicht längs. Eine Mauer ist das. Ach so, bin tot. Du bist tot. Ja, ich dachte, ich kann hier durchgehen, aber haben wir. Ja. Hätten wir jetzt nicht mit gerechnet, dass du stirbst. Naja. Voll überraschend, ne? Das ist die erste Folge, wo du mal gestorben Du bist. bist gestorben? Nee. Ey, das hätte ich jetzt aber Bin auch nicht gedacht. gegen die Wand gelaufen. Dann nehmen bei dir schon 37 Wochen lang auf und du bist das erste Mal gestorben. Oh, ich habe eine Kiste gesehen. Eine Beutekiste. Hier. Eine Beutelkiste. Geistblüte Oh, denn. 2. Oh, Scheiße. Ach, von hinten wieder. Ich bin auch tot. Dann ist der Konki bestimmt auch tot. Nee, ich lebe noch. Ich laufe. Hier kannst du ja noch sterben. Da ist direkt noch eine Kiste. Eben Kisten hier. Scheiße, da komme ich aber nicht rüber. Bin auch da gefallen. Hast du auch Aua gemacht? Aua gemacht. Ich muss ein Pflaster Die holen. rennt noch in 40er rum. Der soll sich mal verpissen, der Homo. Das war echt Schwesterarbeit. Okay, wir müssen zu einem Ort namens Endlose Stufen. Endlose Stufen sollen wir suchen. Ach, ihr seid schon weitergegangen. Ja. Ja, wo bist du denn? Bin immer noch da. Ach, Bei hier seid ihr. mir. Genau hier, da bin ich, wo ihr seid. Alles klar. Ja, uns interessiert ja die Story. Hier ist eine Geistblüte. Stimmt. Und wieder Sparrow. Wird wieder ein längerer Marsch.
Chewbacca sitzt so. Wir müssen hier in so einen Gang rein. Wir müssen Frank rein. Wir müssen in den Frank rein. Was alles in mich rinnen will. Bin ja schon froh, wenn morgendlich immer was rauskommt. Da kann nicht immer so viel rinnen. Harte Stücke. Ey, ich hab so überlegt, ne? Also ich würde das ja auch nicht machen, ne? Aber mich interessiert ja trotzdem der Gedanke, wenn du jetzt, ne, wirklich so mit einem Buttplug und sowas arbeitest, ne? Oder so Analsex haben würdest. Wie ist das dann eigentlich, wenn du aufs Klo gehst? Fällt dir das einfach alles so in die Toilette, oder? Das muss ja alles einfach nur rausfallen, oder? Das fällt dann einfach nur noch raus. Ja, so stelle ich mir halt nämlich dann vor. Man braucht schon gar nicht mehr auf Klo, das fällt schon alleine raus. Ich weiß nicht, ich habe da letztens so drüber nachgedacht. Ich denke so, wie ist das dann eigentlich? Du im Bett, ne, in Sabrina, weißt du was? Schatz, wir müssen das doch mal ausprobieren. Was hältst du davon? Und dann schickst du mir ein Video, wenn du fertig bist. Ja, Anal-Tutorial. Nee, ist alles ein dehnbarer Begriff. Ich will nicht drauf eingehen, das wird eklig. Ach verdammt, da haben die meine Rakete abgefangen. Das braucht man aber dann nicht mal durchsynchronisieren. Nee. Das kann man direkt in allen Sprachen machen. Das versteht jeder. Ja. Der Arsch ist international. Verständlich. Ja. Aber man kennt ja vorher noch, wie die grenzenreichen Tussen den Arsch versichern. Oh ja. Wenn dann noch ein Unfall passiert, hat man direkt 10 Millionen. Arschzirrhose. Also wenn ich Gameplay mal richtig verstanden habe, wenn man auf Toilette muss, muss man schnell hingehen. Sonst verliert man unterwegs. Was musst du? Also wenn ich richtig verstanden habe, muss man schnell auf Toilette gehen. Weil sonst verliert man das unterwegs. Ja, sobald du das merkst, musst du aufs Klo rennen. Wie bei den Hasen. Klong, klong, beim Laufen. Genau, so Köttelchen. Ja. Könnte ich natürlich auch hinten eine Tüte ranhängen, dann fällt es immer rein. Ja. Ist dann wie bei den Hunden. Nimm Tüte. Hängst du dir so eine Hunde-Kacki-Tüte hinten an? Ich kenn Tüten nur anders. Du kennst nur Rauchertüten, ne? Ja. Keine Limit-Tüte kenn ich. Nee, die kennst du nicht. Du nicht! Bei dir waren die kaputt. Die sind immer gerissen. Ihr wisst, dass ich nur zwei Kinder habe, ne? Oder zwei Kinder gezeugt habe. Ja, das reicht. Na, das wissen wir nicht, ob es wirklich nur zwei sind. Jedem hätte ich es geglaubt, dem Lennart, aber dir nein. Bei meinem großen Bruder, der darf keine Kinder hauen. Das können seine sein. Ja, so geht's mir. Ich darf ja mittlerweile mit so jüngeren Mädels auf Mallorca gar nicht mehr schlafen, weil das könnten ja auch meine Kinder sein. Papa Game Lamer. Ja. Weißt du noch vor 20 Jahren? Ja, das kommt irgendwann. Wart mal ab. Jetzt lache ich noch darüber. Da oben ist ein Hydra. Wie die geile Serie mit den Darmspender. 501 Kinder, wie viele? Ja, das war auch. Das war ein geiler Film. Der war gut. Hast du dich glatt angesprungen gefühlt, ne? Ja. Ich hab so gedacht, oh, das ist meine Biografie. Irgendwann. Komm, geh, schieß mal auf die Kiste. Nee, dann stirbt der. Lass den mal lieber. Wir sind im Campus. Sollen wir uns nicht alle Ende Mai auf Mallorca treffen? Am Ballermann? Ende da Mai? Auf ja. Mallorca treffen. Da habe ich Urlaub. Ja, ist ungünstig. Mein Lüder hat der Geburtstag. Ach, egal.
Ja, das ist doch egal. Genau. Aber ich brauche nicht mehr nach Hause kommen. Ich kann nicht gleich da bleiben. Ja, kann einen schlimmer treffen, ne? Als die ganze Zeit auf Mallorca zu bleiben. Mallorca hast du da ausgesorgt. Aua, tut der weh, wenn man unterfällt. Wieso springe ich Frank hinterher? Ich weiß nicht. Warum tust du sowas? Wir sagen dir andauernd, tu das nicht. Und vorher müssen wir noch rausfinden, ob Lennart volljährig ist. Dass er mitkommen kann. Volljährig ist. Na, ein Reisepass, Kinderpass oder Reisepass reicht. Weil mit Sabrina fliege ich im September. Ach, fliegst du ohne? Ende Mai fliege ich wahrscheinlich alleine, ja. Okay. Das wird mein Partyurlaub. Weil mit Sabrina habe ich ja keinen Partyurlaub. Okay. Die will ja immer um 10 ins Bett. Ja, echt? Das ist dann keine ja. Party. Richtig. Bei mir ist es andersrum. Habt ihr gestern ja mitgekriegt. Ja, dann dürftest du auch nicht mit zum Partyurlaub. Da werden wir erst um 10 aktiv. Ja, ich geh. Wer ist gestorben? Bett, wer ist gestorben? Keine Ruhe. Was geht du? Einfach bleibt. Ich bin ein Stück zu weit gelaufen. Bist du denn wieder am Leben? Nee, ich bin runtergefallen. Warte, dann komm ich. Wo bist du denn? Ich bin runtergefallen. Ach, da! wie lange brauchst du noch, bis du selber dich wieder beleben kannst? 5 Sekunden. Ja, alles nee, dann, gut, alles gut. Dann renne ich da jetzt alles nicht extra runter. Nein, ich lebe sogar noch. Und mal alles Alleingang hier. Alles! Naja, das Video solltest du dir vielleicht nachher nochmal angucken. Ich habe keine Munition mehr, aber egal. Und dann machst du alles alleine ohne Munition. Nein, ich hau sie alle. Wäre schon fast wieder da runtergefallen. Hm? Ja. Ich brauche keine Freunde, ich lasse dich sterben. Das ist eine gute Einstellung. Habe ich auch immer gesagt. Die sind austauschbar. So, jetzt schnell ein Stück zurück. Freunde brauchen wir nicht. Wir können schnell sterben. Zurück. Sonst stirbst du wieder, Konki. Wo ist denn Frank? Weil ich beschütze dich von hinten. Da ist er. Immer auf die Mitte, auf das Weiße. Das sieht am meisten aus. Ich wollte Kranke schon sagen, schieß immer auf den Kopf. Nee, Kopf ist falsch. Oder auf seinen rechten Hoden. Nee, ich. Meine Big Lady macht das hier schon. Ah, hab ich gut gemacht, ne? Ja. Wenn du meinst. Der Konki ist nicht gestorben. Oh, das Spiel ist kaputt. Ist ja zu voll. Das war anstrengend, wenn Konki nicht stirbt. Wieder warten auf Konki. Das ist nicht gut, wenn der Konki macht. Ich bin noch hier! Was wollt ihr denn? Hallo! Konki schwebt bei dir. Konki macht Lapdance für uns. Boah. Hm? Ja, ich hab gezählt, weil deswegen kann ich nicht. 1, 2. Boah. Ja, es liegt daran, weil ich 2 Kinder habe, muss ich mich 2 zählen können. 1, 1. Gott, ich brauch nur bis 1 zählen, das ist ja geil. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.